Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben heute wieder einen kleinen Jahresrückblick, aber auch einen Ausblick für Sie mit dem Experten Nikolai Tietze von Morgan Stanley. Hallo Herr Tietze, schön, dass Sie da sind. Grüße Sie. Vor einem Jahr standen Sie hier und haben gesagt, keep the faith, das war Ihr Ausblick für das Jahr 2021. Hat sich diese Zuversicht ausgezahlt? Ja, diese Zuversicht hat sich natürlich ausbezahlt, gerade in den USA. Der S&P mehr als 20% im Plus dieses Jahr. Schaut man doch mal wechselkursbereinigt auf das Ganze, dann sind wir im S&P sogar bei plus 30%. Also von daher ein hervorragendes Jahr für Anleger, die in den USA investiert waren. Und wie zuversichtlich sind Sie für das Jahr 2022? Wir haben ja zurzeit viele Probleme, sei es Corona, Lieferengpässe oder auch, wie Sie sagen, einige Währungsschwierigkeiten beim Währungspaar Euro-US-Dollar. Ja, also es trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen unserer Meinung nach. Gerade in den USA sind wir etwas vorsichtiger geworden. Hier haben wir ein Kursziel von 4.400 Punkten nur im S&P. Maximal könnte unserer Meinung nach der S&P nur bis 5.000 Punkte steigen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Bewertungen schon recht hoch sind. Hier haben wir Kursgewinnverhältnisse von 20 bei den S&P-Aktien und wir sehen, dass die Fed doch stärker auf die Inflation hinwirkt und hier wahrscheinlich dann doch die Zinsen steigen werden, zumindest die Realzinsen, und das ist schlecht für die gewöhnlich guten Wachstumstitel. Und hier sehen wir, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis durchaus auf eine moderate 18 zurückfallen könnte. Und das würde dann die Aktien in den USA negativ beeinflussen. Dagegen sind wir aber sehr, sehr positiv für Europa aus mehreren Gründen. Zum einen sind institutionelle Anleger eher untergewichtet in Europa. Dann das Sentiment ist aufgrund von Corona natürlich hier auch gerade recht schlecht. Die Anleger wollen sich nicht neu in den Markt investieren, beziehungsweise hier eher Risiko rausnehmen. Also vom Sentiment eigentlich ein recht guter Zeitpunkt, mittelfristig zu investieren. Aber sehr, sehr wichtig ist auch, dass die Bewertungen der europäischen Aktien unserer Meinung nach zu niedrig sind. Hier haben wir allein ein Viertel der europäischen Aktien, die ein Kursgewinnverhältnis von unter 12 haben. Und hier sehen wir noch deutliches Aufholpotenzial, gerade gegenüber Europa, und sehen hier an den europäischen Aktienmärkten eher ein Kurspotenzial von mehr als 10%. Sie haben eben die Inflation angesprochen. Wenn die Inflation steigt, steigt ja in der Regel auch der Goldkurs. Das konnten wir in den letzten Monaten jetzt nicht beobachten. Wie sehr dürfen Anleger oder wie stark dürfen Anleger mit einem nachhaltigen Anstieg beim Gold rechnen? Ja, Gold recht enttäuschend, muss man sagen. Wir sind hier in einer Seitwärtsrange schon seit Monaten und normalerweise heißt es ja immer, Gold ist der Inflationsschutz. Aber hier wirkt natürlich auch entgegen, dass die Zinsen steigen könnten und somit die Opportunitätskosten beim Gold steigen. Das interpretieren die Anleger zumindest in den Goldpreis. Und wir haben einen starken Euro-US-Dollar und das hat auf den Goldpreis gewirkt. Euro, also Gold in Euro, ist ja immerhin dieses Jahr noch im Plus. Aber um zurückzukommen, wo wir die Kursziele sehen. Wir sehen im ersten Quartal Gold noch leicht ansteigen, so ungefähr bis auf 1850, dann aber wieder abbröckeln, in die Seitwärtsrange dieses Jahr zurückfallen. Und es könnte sogar sein, dass wir im vierten Quartal nochmal die 1600 US-Dollar pro Unze sehen werden. Welche Branchen werden 2022 spannend für Anleger? Wo sollte man investiert sein? Ja, gerade in Europa sehen wir die Branchen vorne, die auch dieses Jahr vorne waren. Also Automobilwerte, den Finanzsektor und Energietitel. Die waren dieses Jahr schon recht gut gelaufen, aber wir sehen sie auch als die Favoriten im nächsten Jahr. Und wie können Anleger darauf setzen? Ja, das können Sie natürlich hervorragend mit Hebelprodukten machen. Hier vor allen Dingen mit Optionsscheinen, also mit klassischen Optionsscheinen, aber auch mit Knockout-Produkten. Hier sollten Anleger nur darauf achten, dass sie den Hebel nicht zu hoch setzen, also nicht zu viel Gier. Eher moderate Hebel. Warum? Weil wir immer noch denken, dass gerade auch durch Corona die Volatilität an den Märkten noch recht hoch sein könnte. Und es wäre ja schade, wenn der Anleger ausgenockt wird, obwohl durch die Volatilität eigentlich die Richtung stimmen sollte. Wenn die Anleger oder die Zuschauer jetzt sagen, für diese Produkte interessiere ich mich, möchte aber gerne noch mehr darüber erfahren, wo ist das möglich? Ja, das ist natürlich auf unserer Website möglich, zertifikate.morganstanley.com. Dort haben wir auch Produktwissen. Oder wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns auch gerne auf der Hotline anrufen und ich beantworte gerne die Fragen der Anleger. Herr Tietze, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute meine Fragen beantwortet haben. Gerne. Liebe Zuschauer, Dankeschön auch an Sie für Ihr Interesse. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bis bald.